Ja, 6 Uhr und wie ihr seht, ich habe knapp überlebt. Servus Leute, ja, ich habe im Wald übernachtet, ist kurz nach 6, bin schon aufgestanden, habe meinen Kaffee getrunken und ich habe getestet einen Schlafsack, ein Kochset und einen Gaskocher. Wenn ihr Interesse habt, was das war, dann bleibt's dran. So, jetzt kommt der nächste Teil, das Lager aufbauen. Ne, jetzt zeige ich euch erstmal, was ich mit habe. So, dann fangen wir mit dem Kochset am besten an. Das ist also in dieser Netztasche drin. Und gleich vorweg, wegen Daten und so weiter, die blende ich dann ein oder schreibe es in die Beschreibung rein, beziehungsweise der Link ist sowieso drin, wenn ihr Interesse habt. Ich will hier in dem Video jetzt nicht so viel Datengeplänkel labern. Es soll nämlich im Test funktionieren und deswegen koche ich mir danach etwas Schönes mit dem Zeug. Und genau das ist eigentlich die Idee dahinter. Besteht jetzt aus 3 Teilen, beziehungsweise 4 mit Deckel. Und die Griffe, die sind relativ stabil. Die Griffe sind arretiert. Wenn man da drauf drückt, kann man wieder einklappen. Also das Hackel der einen ist dann auch recht stabil. So, dann haben wir den Deckel. Und da ist dann noch ein Wasserkocher dabei. Was mir sehr gut gefällt, ist das System mit den Lamellen, die Hitze das ableitet. Und der Brenner, der ist dann auch genau hier punktuell ein bisschen. Und da bin ich dann mal gespannt, wie das Ganze sich verteilt. 1,5 Liter Topf, also ein schönes Volumen. Bei dem Deckel ist dann auch ein zum Absieben, zum Nudelkochen eben auch mit dabei. Ganz cool. Gefällt mir gut. Ist vom Gewicht her ungefähr so wie ein Trangia-Set, kann man sich vorstellen. Und ja, wenn man halt den Wasserkocher draußen lässt, dann kann man ja eben seinen Kocher damit reinpacken, wenn man das denn möchte. Genau, und dann haben wir noch die Bratpfanne. Ja, ich bin wie gesagt gespannt, was das betrifft mit dem Kochen. So, und dann ist der Kocher hier selber auch alles von Obei heute. Ihr wisst schon, die neue Firma, Outdoor-Website, die halt eben von Olight ins Leben gerufen wird. Das ist ein sehr leichter Kocher, der wiegt wirklich ganz wenig. Wie gesagt, die Daten sind dann alle unten drin. Oder ich blende diese ein. Das spart mir viel Gerede für euch. So sieht das aus, das Ganze. Ja, und das werden wir dann eben nachher ausprobieren. Kommen wir schnell zum Schlafsack. So, das ist der Schlafsack von NatureHike. Also sehr leicht vom Gewicht und wie ihr seht, das ist heute angekommen und ich mache mich gleich auf den Weg, deswegen ist es auch von der Zeit, ja, wir haben schon 4 Uhr, es wird alles ein bisschen knapp, so mit Lageraufbau und so weiter. Und ich muss aber auch sagen, ich traue diesem noch nicht so ganz, das wird sich dann zeigen. Ja, soll ja bis minus 5 Grad, Komfortzone soll so 5 Grad sein. Ja, das werden wir sehen. Ich habe aber, muss ich ganz ehrlich sagen, ich möchte nicht wirklich nach Hause, wenn es mich friert oder so früh raus, habe ich noch den Carinthia Tropen als Schlafsacküberzug dabei, wenn es dann gar nicht geht. Aber es wird schon funktionieren irgendwie, jetzt schauen wir mal. Gut, ist in den Packsack da rein, ist Daunen und so sieht der aus. Fühlt sich schön, ja, angenehm eigentlich vom Material an, aber ist halt echt pappedünn. Schwarz ist okay, innen drin ist er blau, hat keinen Wärmekragen oder so, Kapuze wie immer zum Zuziehen für den Kopf halt und Reißverschluss geht angenehm, da würde ich jetzt nicht meckern. Und wie gesagt, jetzt schauen wir mal, wie das Ganze so wird. Ich bin wirklich sehr, sehr, sehr gespannt. Ansonsten kann man den, also der wiegt halt wirklich sehr wenig, deswegen habe ich den auch ausgesucht. Den wollte ich mir mal anschauen für euch, ob das was taugt, das Ding. Und ja, ansonsten kann man den ja wunderbar als Inlet verwenden. Also da wird es mit Sicherheit dann kuschelig warm. So gefällt er mir recht gut. Also lässt sich auch im Packsack schön knautschen, das ganze Ding.
also vom Packmaß. Akzeptabel auf jeden Fall. Geht bestimmt noch ein bisschen mehr. Also eben, nimmt nicht viel Platz im Rucksack weg. Die Komprimierleinen oder Gurte, die sind relativ dünn. Naja gut, es ist ja auch ein UL, soll ja ein UL-Schlafsack darstellen, das Ganze. Alles klar, ich werde den jetzt wieder dekomprimieren. Sonst, ja genau, und was auch noch wichtig ist, da ist noch so ein Aufbewahrungssack dabei. Der ist integriert, also den kann man, den habe ich jetzt wegen euch mitgenommen, normalerweise lässt man das daheim. Kann man dann schön aufbewahren. Genau, okay, ja gut. Hinten abgespannt mit Paracord und einfach ein Klemmknoten, der dann ganz schnell wieder zu lösen geht. Genau. So, und die Idee ist sowieso, dass ich da drunter bleibe mit dem Hobo. Da wird es dann auch schön warm, denke ich mal. Genau, schaut die Sache ganz vernünftig aus. So, das ist die geflickte Stelle hier. Das hat der René gemacht damals, weil ich keine Badewanne hatte. Und da hatte die eben Blutblasen aufsteigen sehen, konnte das dann flicken für mich. Also vielen Dank an dieser Stelle mal und ich bin gespannt, ob es hält. So, Schlafplatz steht soweit. Wie es genau macht vom Liegen her, weiß ich noch gar nicht. Das werde ich dann später machen. Auf jeden Fall, soweit ist erstmal alles fertig. Ready to go und jetzt werde ich ein bisschen Ordnung machen und dann Feuerholz. So, jetzt hat sich ja alles ein bisschen beruhigt. Jetzt gibt es bei mir einfach nur ein bisschen warmes Wasser zum Trinken. Ist nämlich echt frisch. Sehr feucht kalt hier. So. Genau, nochmal zu dem Kocher hier. Also wie gesagt, der ist sehr leicht und hat hier so ein Druckausgleichventil dran. Ist ganz gut, wie er sich dann in der Praxis macht, werden wir ja sehen. Was mir allerdings schon auffällt, ist jetzt nicht so schlimm, aber schade, dass der keine Piezo-Zündung hat. Also wieder Feuerzeug rumkruscheln. Nein, ist ja nicht so tragisch, aber wäre halt auch mal schön gewesen ohne. Okay. Ah. So relativ leise, wenn man runterschraubt. Hoffentlich pfeift das Ding nicht. So, dann kann das jetzt schön vor sich hin dödeln da. So, das reicht für mich fürs warme Wasser zum Trinken schon mal aus. Hauptsache es ist nicht eiskalt. Huch. Ja, für das, dass ich es nicht ausgewaschen habe, schmeckt es eigentlich ganz neutral. Normalerweise wasche ich sowas aus. Aber ich bin wirklich gleich los, weil ich mir dachte, heute diese Möglichkeit nutze ich auch. Gerade wegen dem Schlafsack ist für mich sehr interessant, den Test zu machen. Wir haben jetzt so circa 6 Grad. Und es ist jetzt 17 Uhr. Da geht schon bestimmt mehrere. Beim letzten Mal, wo der
dass Simon da war vom Kanal mit Kapp im Wald, ich grüße dich. Da war das ja auch ziemlich kalt, aber da hat man größeres Feuer gehabt. Jetzt schauen wir mal, wie es wird. Zur Not kann ich ja immer noch hier in den Biwaksack, so ist es jetzt nicht. Sehr gut, es tut schon mal recht angenehm aufwärmen. Passt. Das Positive ist an so einem Packsack, wenn der Rucksack ein bisschen dicker ist und man einen kleinen Ticken Luft im Packsack lässt und das richtig zusammen macht, dass die Luft auch nicht so schnell entweichen kann, hat man einen wunderbaren Liegeplatz. Da kann man wirklich nicht meckern. Naja gut, Holz für den Hobo habe ich jetzt erstmal genug, das reicht. Und wenn ich mal welches nachbrauche oder wenn es ausgeht, kann ich mir jederzeit ein neues machen. Da muss ich jetzt nicht jedes Mal hoch in den Wald zu dem Hackklotz, sondern kann das gleich hier machen. Da habe ich einen neuen Packsack mir gegönnt. Das ist ein 30 Liter Packsack und da kommen dann nachher meine Schuhe schön rein. Dann sind die endlich mal separat, weil sonst habe ich es immer mit in den Rucksack, Packsack mit reingequetscht. Aber das ist dann blöd und so. So hat man die dann eben separat nochmal. Ist dann super praktisch. Dann kann der schön schmutzig werden drin, ist völlig egal. Und ja, kann da nichts mehr passieren. Genau, genau. Ja, jetzt habe ich ein bisschen Hunger gekriegt, aber noch nicht so viel, dass ich jetzt Lust hätte, was zu machen. Das ist wieder typisch bei mir. Ich habe draußen eigentlich nie so richtig Hunger. Ich könnte jetzt auch morgen locker ohne Essen auskommen. Wenn es sein müsste, aber nö, warum? Und ich habe kein Schneidebrett dabei. Juhu. Dann muss der Deckel vom Kochtopf herhalten. Hilft nichts. Gerade so nett wie die kleinen Federbälle da mit Augen drin. Ihr Konzert da geben, ist richtig schön, es entspannt mich und ich freue mich jedes Mal, wenn ich die höre, muss ich sagen. Das ist genauso beim Käuzchen oder beim Reh. Dann ist man nicht so allein, ist echt schön. Ja, man lernt nie aus, diesen Trick mit der Paprika, das habe ich beim Simon letztens gesehen, das hat mir so gut gefallen. Das musste ich gleich mal ausprobieren, das war das erste Mal, dass ich das so geschnitten habe. Ja, sehr erfolgreich bzw. lukrativ, so die Paprika aufzuschneiden.
Ja, schon mal positiv, ist nichts angebrannt. Alles perfekt. Super. Also die Beschichtung ist auf jeden Fall schon mal klasse. Ja, sieht man nicht mehr gescheit. Doch, jetzt blitzblank. Wunderbar, so muss das sein. Keine Arbeit damit zu haben. So, das Kochset, das finde ich schon mal super und kann es auch empfehlen. Nur die Frage ist, für wen? Also für Wandertouren ist es schon groß und man muss dann schon einiges daheim lassen, weil sonst wird es genauso schwer wie der fette Trangia. Also wenn man das komplette große Set mitnimmt, der ist ja auch nicht so leicht. Ja, also es wird dann schon schwerer. Lohnt sich auf jeden Fall fürs Camping. Also Camping, wenn man da nichts tragen muss, ist es perfekt. Ansonsten vielleicht nur den Topf, eine Tasse da rein, wenn man weiß, man kocht vielleicht für zwei Leute oder will einfach ein bisschen mehr Volumen oder ein bisschen mehrer machen. Auch gerne auf Touren. Nur komplett würde ich es nicht mitnehmen. Also Pfanne und... Also ich würde dann immer dieses Teekesselchen zu Hause lassen. Genau. Also von dem her hat schon mal gut abgeschnitten. Damit ist der Test hier heute soweit beendet. So, dann wird es schon gleich ein bisschen wärmer hier. Das macht viel aus. Ich war gerade eine Runde rum, geschaut, wie weit man das Feuer sieht und so. Geht eigentlich. Und ja, wenn man dann hier runter geht und das Tarp, ist schon um einiges wärmer. Unfassbar, wie gut, dass die Buschbox immer funktioniert. Sogar das ja, relativ feuchte Holz geht da weg wie nix. Das ist überhaupt kein Thema. Jetzt werde ich dann noch ein bisschen was nachsägen müssen. Ist schon fast alles weg. Naja, also ich habe das Thermometer jetzt mal draußen gehabt, das sind ungefähr so 6, 5 Grad. Es geht, es ist nicht wirklich kalt, es ist angenehm. Unterm Tarp mit dem Feuerchen sowieso, naja, genau. Ich weiß jetzt allerdings auch nicht, wie gut das Thermometer ist. Aber es zeigt es halt so an und ja, muss man halt eben so respektieren.
das war es erstmal. Wir haben jetzt, kann man es sehen, ja, 22.03 Uhr, langsam ins Bett schlüpfen. Mir ist überhaupt nicht kalt im Moment, aber das kann auch daran liegen, dass es mit dem Feuer eben ganz gut funktioniert hat. Thermometer, schauen wir mal, was das sagt. Ja, kein Wunder. Also hier unterm Tarp sind es locker fast 10 Grad, 7 Grad sind es. Das ist natürlich schon viel. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es auch wärmer geworden ist. So, das ganze Jackengesumsel ist dann mein Kopfkissen. So, Thermometer sagt 5 Grad plus. Man sieht, es ist ziemlich feucht kalt. Also auf jeden Fall ist eine Kälte da und bin jetzt schon im Biwaksack drin. Ja, jetzt schauen wir mal, wie das Ganze sich so entwickelt. Ich warte jetzt mal eine Zeit lang, vielleicht schlafe ich auch ein. Meine Füße sind im Moment noch sehr kalt und ich hoffe, dass sich das bald ändert. Ich habe zwei Paar Socken an. Unterwäsche ist Level 2, also so Thermo-Unterwäsche habe ich da an. Level 1 habe ich nicht an, also Level 2, und das habe ich normalerweise. Wenn es mir zu warm wird, dann kann es sein, dass ich, wobei, wenn ich im Wald bin, eher nicht die Hose ausziehe, aber dann kann es sein, dass ich nur noch im Level 2 übernachte. Kommt immer drauf an. Wie gesagt, im Moment habe ich noch kalte Füße und das wird sich dann zeigen. Okay, ansonsten würde ich sagen, haben wir ja 22.16 Uhr. Ich verabschiede mich erstmal. Wenn was sein sollte, dann sehen wir das hier. Dann melde ich mich auf jeden Fall. Bis dahin erstmal gute Nacht. Hey Leute, live aus dem Biwaksack, willkommen. Und meine Füße sind extrem warm geworden mittlerweile. Die Kamera läuft auch schon an. Wir haben natürlich eine super Wärme hier drin. Und ja, wie ihr seht, ich bin nicht mal ganz zugedeckt. Ah, jetzt läuft hier richtig an, die Kamera. Also da merkt man eben den Temperaturunterschied extrem. Ja, also bei 5 Grad, ich bin ganz zufrieden im Moment. Hallihallo, meine Zwischenmeldung. Es ist jetzt 4 Uhr und es sind ungefähr 3 Grad plus. Ja, und ich habe jetzt mittlerweile meine Fleecejacke angezogen. Bin dann so aufgewacht, weil man kühlt ja relativ schnell aus dann, wenn man schläft. Und da hat es mich dann leicht gefroren. Ansonsten geht es noch, aber mit Fleecejacke ist jetzt kein Problem. Morgen Leute, ja, 6 Uhr und wie ihr seht, ich habe knapp überlebt. Ja, der Schlafsack, der hat so seinen Dienst ganz gut gemacht, also ganz gut, das Ganze in Klammern. Ich bin ja mal um 4 Uhr aufgewacht, da war es mir recht fröstelig, aber das war dann diese Kälte beim Schlafen, weil man kühlt ja relativ gut aus dann. Und mit der Fleecejacke hat es dann wunderbar geklappt, den Schlafsack. Ja, im Allgemeinen hat er seinen Dienst getan. Ich meine, für den, ich sag mal, die Komfortzone mit 5 Grad, das stimmt schon so. Aber runter auf 0 oder Minusgrad auf keinen Fall würde ich ihn benutzen. Da ist es dann einfach zu kalt. Und ich hatte immer warme Füße jetzt, also hat soweit gepasst. Also ich würde den Schlafsack einsetzen, zum Beispiel jetzt. Im Winter würde ich ihn als Inlet benutzen, mit einem anderen Schlafsack kombiniert, das müsste funktionieren. Und ansonsten kann man den wunderbar im Frühling verwenden,
Sommer ist er dann schon wieder zu warm. Frühling und frühen Herbst. So sollte das funktionieren. Also ich werde mit Sicherheit öfters auch mal im Einsatz haben, da bin ich mir schon sicher, weil der ist auch geräumig. Hat jetzt zwar keine Tasche eingenäht oder so, das könnte man noch machen. Ja, gibt so ein paar Kleinigkeiten, aber im Allgemeinen, so fürs Dachzelt werde ich ihn auf jeden Fall auch verwenden. Da sehe ich jetzt kein Problem. Gerade auch am Anfang vom Herbst noch nicht. Das wird funktionieren, ja, genau. Also das kann man auf jeden Fall machen. Wie gesagt, das ist ja auch für den Winter ist es dann zu knapp. Also im Allgemeinen hat auch der Schlafsack seinen Test ganz gut bestanden. So, nochmal einen kleinen Rundgang, wie ich das Setup gehabt habe. Dass man es nochmal sieht. Und da war die Bushbox, das war ja super warm da drin. Also draußen 5 Grad, manchmal 4, 3 Grad, je nachdem, ein bisschen geschwankt. Und hier drin waren es immer so 8 bis 10 Grad. Das ist schon ein Unterschied, ja. Ich werde jetzt abbauen, da freue ich mich jetzt drauf. Es wird wieder so eine entspannte Geschichte sein. Und unglaublich, die Isomatte hält auch. Hast gut gemacht, René. Super, ist immer noch Luft drin. Passt perfekt. Ja, an dieser Stelle, mir hat das Video unheimlich Spaß gemacht. Ich mache immer gerne so Sachen mit Ausprobieren und neue Sachen testen und zeigen und so weiter. Und von dem her, ja, danke, dass ihr dabei seid oder dabei wart. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal auf meinem Kanal hier draußen in der Natur. Macht es gut, danke fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus, ciao.